Ihr habt das Engagement von sogenannten Viertelgestaltern in sozial schwachen Stadtteilen untersucht. Wie seid ihr auf dieses Thema gekommen? Überhaupt das Phänomen Viertelgestalter haben wir das erste Mal in einer vorherigen Studie, die am Institut gemacht wurde, gefunden, wo man sich allgemein mit dem Engagement in sozial schwachen Stadtteilen beschäftigt hat, weil man ja immer davon ausgeht, dass sozial schwache Menschen sich weniger engagieren. Und da sollte dieses Verhältnis nochmal genauer untersucht werden. Und es wurde eine Typologie aufgestellt von, wie Bewohner zu Engagement stehen. Und der Typus, der am stärksten engagiert waren, waren die Viertelgestalter. Wurden als Viertelgestalter bezeichnet, Menschen, die eben besonders viel für ihr Viertel tun. Und aus dieser Studie heraus entstand dann das Interesse, sich eben mit diesem Typus nochmal genauer zu beschäftigen. Was genau sind Viertelgestalter und in welchem Umfeld bewegen sie sich? Viertelgestalter sind Menschen, die in sozial benachteiligten Stadtteilen zivilgesellschaftlich aktiv sind. Wir haben Leute getroffen, die entweder in den Stadtteilzentren vor Ort Gruppen organisieren und anbieten, also Sportgruppen oder Gesundheitsgruppen oder auch Treffen explizit für Frauen. Wir haben aber auch Leute getroffen, die sich viel um die um so kulturelle Ereignisse vor Ort kümmern, also den Kulturverein leiten und sich um die Stadtteilbibliothek kümmern. Wir haben Mütter, die sich um die sogenannte Rucksackprojekte leiten und Hausaufgabenhilfe anbieten oder eben auch Sprachkurse anbieten. Was treibt die Viertelgestalter in ihrem Engagement an? Ja, das war im Prinzip die Kernfrage unserer Studie. Wir haben versucht, die zu beantworten, indem wir 8 Viertelgestalter in 7 Porträts, weil 2 davon sehr eng zusammenhingen, intensiv versucht haben nachzuvollziehen, wie sich aus deren Biografie heraus erklären lässt, warum sie sich engagieren. Das sind natürlich dann sehr individuelle Gründe, wenn man das so detailliert an der Einzelperson macht, aber was man übergreifend sagen kann, es gibt ein paar Themen, die immer wieder auftauchen, die durchweg spannend sind. Es ist vor allen Dingen ein großer Faktor, ist Anerkennung zu erreichen für die Menschen in ihrem Viertel, oftmals als Ersatz zu Lohnarbeit, die sie sonst, die sie aus unterschiedlichen Gründen nicht machen können, zum Beispiel weil ihr Bildungsanschluss in Deutschland, der im Ausland erworben wurde, nicht anerkannt würden, sie deshalb eine relativ hohe Position eigentlich angestrebt haben in ihrem Leben, aber jetzt nicht mehr weitermachen können, die dann Anerkennung darüber kriegen. Es geht aber so weit, dass für Menschen das eine Therapiefunktion übernimmt, starkes Engagement zu machen, ihnen Struktur im Alltag gibt und sie das Gefühl haben, anderen Leuten helfen zu können, wenn ihnen selbst geholfen wurde in der Vergangenheit. Und es ist auch immer verbunden mit so einem positiven Blick aufs eigene Viertel. Also die sagen, anders als die uns diese Viertel angeguckt haben, wir haben gesagt, es sind besonders problematische Viertel, die haben besonders schwierige Sozialstrukturen, da gibt es besonders viele Probleme, sagen die Viertelgestalter, nein, das sind vor allen Dingen Potenziale, es ist total schön hier zu leben. Ich kenne hier viele Menschen, das ist eine dörfliche Atmosphäre und die haben einen sehr positiven Blick auf ihr Viertel und wollen deshalb etwas für das Viertel tun. Wie könnte die Politik das Engagement von Viertelgestaltern gezielt fördern und was könnte sie damit erreichen? Also ich würde sagen, es könnte vor allem auf 2 Ebenen passieren. Einmal eben eine direkte Anerkennung dieser Leute. Also das heißt, wir haben halt festgestellt, dass diese unterschiedlichen Personen, die wir jetzt getroffen haben, ganz unterschiedliche Formen auch von Anerkennung bedürften. Also zum Beispiel gab es halt Leute, die sehr stark auf ihren Amtsauszeichnungen reagieren würden und sich dadurch halt sehr stark wertgeschätzt fühlen würden. Aber auch Leute, denen halt mehr dadurch geholfen werden würde, wenn ihr Engagement stärker auch als Beruf oder beziehungsweise sich daraus stärker eine berufliche Perspektive halt ergeben würde. Und dann, dass die Strukturen innerhalb dieser Viertel gestärkt werden würden. Also wir hatten halt oftmals Stadtteilzentren, die in den letzten Jahren immer weniger Geld zur Verfügung hatten und dadurch halt immer weniger Programme anbieten konnten. Wir haben halt aber auf jeden Fall festgestellt, wie wichtig eigentlich diese Stadtteilzentren sind, weil die halt schon wahnsinnig wichtige Knotenpunkte in diesen Vierteln darstellen, wo sich dann eben Leute treffen und wo es dann Punkte gibt, wo Leute anfangen, sich zu engagieren oder eben dann auch
sich treffen und sich gegenseitig unterstützen können. Und was sie damit erreichen können, kann man direkt daran anknüpfen. Es wird manchmal ja die Hoffnung formuliert, dass wenn man das ehrenamtliche Engagement in Stadtteilen oder überhaupt stärkt, dass man dann staatliche Leistungen zurückfahren könnte. Ich glaube, das ist was wir sagen würden, in dem Fall überhaupt nicht funktionieren würde, eben weil man den Leuten dann die Unterstützung entziehen würde, die gerade die Viertelgestalter brauchen, um ihr Engagement zu machen. Die brauchen die öffentlichen Räume, weil in diesen Vierteln häufig gibt es nicht mal irgendwie Kneipen oder Restaurants, in denen man sich öffentlich treffen soll, geschweige denn, dass die Klientel die finanziellen Mittel hatte, sich regelmäßig an solchen Orten zu treffen. Insofern braucht man öffentliche Orte, man braucht aber auch die Sozialarbeiter, die einfach die Leute unterstützen. Insofern wäre das nicht etwas, was die Politik damit erreichen könnte. Was sie aber erreichen könnte, ist auf jeden Fall, dass die Mittel, die sie einsetzt, effizienter genutzt werden, wenn man mit den Viertelgestaltern zusammenarbeitet, weil die kennen die Viertel, die wissen, wo die Probleme sind. Das wurde auch in den meisten Vierteln, in denen wir uns beschäftigt haben, schon durchaus so praktiziert von den Sozialarbeitern vor Ort, weil die einfach wissen, dass sie angewiesen sind darauf, dass die Leute vor Ort ihnen zuhören und sie nicht als Fremdkörper wahrgenommen werden. Und dabei können eben solche Viertelgestalter sehr stark helfen und deswegen sollte man sie auch weiter fördern, auch wenn es nicht vielleicht Geld sparen würde. Interessanterweise haben die Menschen, mit denen wir dort gesprochen haben, als Viertelgestalter nicht häufig ein weniger negatives Politikbild als viele Mittelschichtsphänomene, mit denen wir uns auch am Institut beschäftigt haben, bei den Protesten oder ähnliches. Aber sie haben ein sehr distanziertes Verhältnis zu der Politik. Also sie bringen sich selbst nicht ein. Ich glaube, das ist etwas, ein Potenzial, was man erreichen könnte, wenn man mit solchen sehr engagierten Menschen, die bereit sind, die wissen, was für Probleme zu lösen sind, vor allen Dingen bei ihnen selbst vor Ort, die unter Umständen auch Ideen für Lösungen haben, die aber keine Verbindung mehr häufig. Wir haben ältere Fälle von Viertelgestaltern gehabt, die dann auch parteilich eingebunden waren. Aber sobald man etwas jüngeren Generationen unterwegs war, keinerlei Verbindung zur Politik mehr aufweisen, in einem direkten Weg, da sind Potenziale da, auf die man zurückgreifen könnte als Parteien, wenn man gezielt auch in diese Viertel wieder stärker reingehen würde.